Daniel! Oh, Patrick, wir könnten heute Abend zusammen essen. Oh, mit Vergnügen, dann kann ich euch endlich Emma vorstellen. Hör mal, der will doch nicht etwa seine neue Freundin zum Essen mitbringen. Nein, nein, Daniel, das ist, ist das dein Ernst? Obwohl dieses Arsch auch gerade meine beste Freundin einfach so abzerrt hat. Bonsoir. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ich verstehe nicht, wie er Laurence verlassen konnte. Eine Frau, die außergewöhnlich ist. Für diese 30-jährige Schlampe. Na ja, aber das ist doch leicht zu verstehen. Pardon, aber was hast du gesagt? Wer, ich? Was hast du gesagt? Nichts. Er kann nicht aufhören. Bitte? Er kann nicht aufhören, von Ihnen zu reden. Ich nasche für mein Leben gern. Sie naschen für Ihr Leben gern. Das ist ganz furchtbar. Machen Sie den Mund auf. Wo soll ich die Flasche holen? Mein Geld! Oh, Scheiße. Was tun wir bloß? Fahr mit mir irgendwo hin. Man lebt nur einmal. In ihr lag die Verheißung auf ein verrücktes Leben. Intensiv und schwindelerregend. Zum ersten Mal war er endlich aufgewacht. Hm? Hörst du uns überhaupt zu? Ja, pardon. Sie liebt das Leben so sehr. Aber sicher, sie vernascht auch gern, nicht wahr? Bitte? Es macht ihm Spaß zu sehen, wie du dich verhältst. Wie ich mich verhalte? Wie verhalte ich mich denn? Deine Fleischbeschau. Was? Na, deine Fleischbeschau. Du spinnst doch total. Er ist nur zum Essen gekommen, um uns die Frau vorzustellen, die ich liebe. Die Frau, die er liebt.